So einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Live Trading JFD Live Trading TV. Ja, wunderbar. Also JFD Live Trading TV zur US-Markteröffnung. Jetzt funktioniert es auch. Heute früh, da gab es ja so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Livestream. Der lief nicht los, also lief an meinem Ende los, aber er lief nicht hier in dem Stream los. Also auf dem Guidance Desktop von JFD. Aber das ist nicht problematisch gewesen. Wir sind umgeswitcht auf YouTube und jetzt, ja, jetzt können wir eben hier gleich auf dem Stream durchstarten, was natürlich super gut ist, denn ich habe auch was ganz Interessantes sicherlich für die Teilnehmer. Ich habe ja heute früh schon im Morning Meeting gesagt, dass ich den Dow Jones geshortet habe gestern und habe den jetzt vor, auf Swing-Basis zu halten. Stop habe ich auf Break-Even nachgezogen gehabt. Mittlerweile habe ich den Stop nochmal ein Stückchen tiefer nachgezogen auf die 20.100er Marke. Und ja, jetzt wird es ganz interessant. Wir arbeiten erstmal mit der Open Range und dann thematisieren wir den Trade, der offensichtlich immer noch läuft. Also da oben war der Entry, den habe ich gestern, wie gesagt, auf den Weg gebracht, hier in diesem Bereich. Konnte das Risiko dann verdienen. Hier ganz knapp nicht ausgestoppt worden. Manchmal gehört auch ein kleines bisschen Glück dazu. Und seitdem entwickelt er sich wunderbar. Er öffnet hier heute mit einem Gap Down. Also das heißt unterhalb der grünfarbenen Linie. Man sieht, ich erkläre mal ganz kurz das Bild für diejenigen, die sich das vielleicht ganz neu betrachten. Also, und zwar habe ich hier mit dieser Linie und dieser Linie, diesen zwei dünnfarbenen vertikalen Linien, rotfarbenen, dünnfarbenen, vertikalen Linien, rotfarbene, dünne Linien, vertikal, habe ich die Handelsspanne von 14.30 Uhr hier bis 21 Uhr eingefangen, also es ist GMT, also 15.30 Uhr bis 22 Uhr. Das ist die, ist der Wall Street Open, das ist die Zeit, in der die Kasse offen ist und das ist die Zeit, in der das Hauptvolumen im Markt zu finden ist. Also das heißt also, wo Arbitragehändler und so weiter reinkommen, wo nicht nur der Terminmarkt offen ist. Wir sehen ja auch hier, hat ein Handel ja über Nacht stattgefunden, das ist dann der Future, das ist eine Indikation auf den Future der CFD, den wir hier traden. Und die Preise, die hier gestellt werden, orientieren sich, die Preise der Liquiditätsanbieter von JFD, die orientieren sich hier eben am Future-Kurs. Und deswegen werden da auch außerbörslich eben natürlich Kurse gestellt. Das ist nicht außerbörslich, das ist tatsächlich ein realer Handel, der da stattfindet, also anders als im DAX. Und nichtsdestotrotz ist für mich eben die Haupthandelsspanne von 15.30 Uhr bis 22 Uhr durch das erhöhte Volumen zu dieser Zeit. Und jetzt mache ich dann Folgendes. Ich schaue mir das jeden Tag immer aufs Gleiche an. Also jemand, der schon häufiger dabei war, der weiß das ganz genau, dass ich mir das von 15.30 Uhr bis 22 Uhr einfange. Und ausgehend hiervon haben wir in der Zeit gestern diese Handelsspanne ein Tief gehabt, was ich mit dieser grünfarbenen Linie kennzeichne und ein Hoch, was ich mit dieser rotfarbenen Linie da oben kennzeichne. Eröffnen wir echt unterhalb dieses Tiefs vom Vortag, dann handelt es sich um ein echtes Gap. Übrigens, ich hatte hier gerade, ich habe das noch nicht gemacht, das ist natürlich nicht so optimal. Also hier, diese türkisfarbene Linie kommt auch noch dazu. Das ist der Open, der 15.30 Uhr Open, wo wir eröffnet haben. Wir sind gleich wegverkauft worden, also wir haben noch nicht mal dieses kleine Gap hier von roundabout 20, 30 Punkten geschlossen, ja, sondern sind verkauft worden. Jetzt sind gerade nach der erneuten Attacke auf die Tagestiefs, die hier stattgefunden haben, erstmal Käufer reingekommen, haben den Markt in Richtung der oberen Range-Begrenzung getrieben. Aber ganz offensichtlich reicht es nicht aus, dieses Hoch des Kassahandels derzeit zu überwinden, das Gap zu schließen. Jetzt bin ich sehr gespannt. Das ist jetzt gerade eine ziemlich, ziemlich interessante Geschichte. Denn das könnte ein Signal von Schwäche sein, wenn es nicht gelingt, dieses Gap zu schließen. Und stattdessen kurz zuvor hier wieder Verkäufer reinkommen, die uns auf neue Tagestiefs drücken. Das könnte Intraday nochmal eine Gelegenheit sein, vielleicht den Dow Jones zu shorten. Was natürlich für mich jetzt in der Stelle nicht in Frage kommt. Denn man muss sich immer Folgendes vor Augen führen. Die Position, die ich hier short halte, wenn wir uns den Dow mal angucken auf Daily Bar, wir sind in einem bullischen Modus, ich bin antizyklisch unterwegs, zu aggressiv werde ich das nicht traden. Natürlich habe ich das Risiko verdient, mittlerweile den Stop nachgezogen, eine kleine Pyramide bauen, es ist super aggressiv zu spielen und so weiter. Das ist natürlich eine Möglichkeit, kann man in Betracht ziehen, könnte man eben gut argumentieren, ist allerdings mir zu aggressiv. Also ich lasse diese Swing-Position lasse ich stehen, leg da aber nicht nach. Nichtsdestotrotz, kurzfristig orientierte Trader kommen jetzt vielleicht dann auf die Idee, gut, wie kann ich das Intraday vielleicht handeln, denn es wäre auch denkbar, und in der Tat will ich das als auch ganz ehrlich formulieren, ich bin short, wünschenswert, dass wir natürlich hier neue Tagestiefs sehen und dass wir sogar unter die 20.000er Marke fallen, denn dann wäre denkbar, dass nochmal richtig schön Momentum draufkommt. Ich hatte heute früh im Morning Meeting diverse Statistiken ins Feld geführt, will die eine nochmal hier zeigen, aus meinem heutigen Update. Kurz einen Blick, wo habe ich es? Ah, okay, ich hole die jetzt mal kurz. Nee, Moment, ich brauche gar nicht über meine Webseite gehen, wir können auch über den Guidance Desktop gehen, fällt mir gerade ein. Habe diese Analyse nämlich auch, also den Guidance Desktop nämlich von JFD, ich habe diese Analyse nämlich auch hier oben eingestellt, also für diejenigen, welchen, die sich das jetzt mal anschauen wollen, da gibt es die Möglichkeit, diese Analyse zu lesen, DAX trotz gestriger Korrektur auf der Stunde weiter bearish
Und wenn man dort dann eben draufklickt, dann sieht man hier einen Link, der geht auf und in diesem findet man dann eine Grafik, auf die ich jetzt gleich zu sprechen komme, nämlich für den US-Markt. Ist zwar eine DAX-Analyse, aber natürlich ist der DAX stark positiv korreliert zum Dow Jones oder auch zum S&P. Und diese Grafik habe ich heute früh schon bereits gezeigt gehabt. Wir sind jetzt seit hier 20 Jahren das zweitlängste Mal in einer Handelsspanne unter 1% am Laufen. Sehr volatile Phase. Das wird sich früher oder später auflösen mit einem Kurs, also mit einem Prozent Reading von größer 1%, und die Wahrscheinlichkeit, dass das hier 1%, größer 1% ist, ist in der Tat relativ groß. Da gibt es noch eine zweite Statistik, wozu ich jetzt leider keine Grafik habe, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es hier einen Abschlag zu sehen gibt, tatsächlich geht es auch um Runs without 1% Drop, also es geht tatsächlich auch um 1%ige Abschläge, die hier eingefangen werden. Die Wahrscheinlichkeit, desto länger wir hier laufen, steigt immens, dass es, wenn es einen negativen Tag gibt für den Dow Jones, dass es einen Tag mit mehr als 1% Abschlag gibt. Wäre natürlich schön, wenn der gleich heute käme, denn das, was du auf jeden Fall möchtest, ist ein sofort positives Feedback hier für einen Trade, vor allem wenn du dann eben entsprechend short bist. Das bedeutet etwas anders, da könnte sich noch einiges anschließen hier an Abschlägen, sollten wir unter die 20.000er Marke rutschen. Also das wäre durchaus denkbar, dass dann nochmal ein Lauf von ja, 100, 150 Punkten vielleicht sogar stattfindet. Bleibt allerdings jetzt abzuwarten. Wie gesagt, das ist eine sehr interessante Intraday, sehr interessante Reaktion hier. Wäre ich jetzt nicht positioniert, dann wäre das ernsthaft in Erwägung zu ziehen, hier ein Short-Sell, also ein Sell-Stop auf die Tagestiefs zu legen. Ich würde ausgehend von Überlegungen, könnte Slippage sein, vielleicht sehen das viele Marktteilnehmer ähnlich, würde ich die 20.020 verkaufen wollen, einfach um hier einen Punkt höher mich einstoppen zu lassen und halt noch einen Liquiditätsvorteil zu haben. Stop oberhalb der Tageshochs, also Kassa-Hochs, die sich bis hier ausgebildet haben, 20.053 Punkte, machen wir 20.054 Punkte, das sind 34 Punkte Risiko. Und das Ziel eines solchen Trades wäre eben ein Lauf unter die 20.000er Marke. Da gehen wir jetzt mal hier auf die Stunde, da können wir dann auch gleich bleiben, dann kann ich nämlich kurz mal den Plan auch für das Trade-Management thematisieren, warum ich meinen Stop nachgezogen habe und dergleichen. Idee dieser ganzen Geschichte wäre jetzt natürlich hier, dass wir unter die 20.000 fallen, also hier sehen wir auch dieses psychologische Level und naja, müssen wir mal gucken. Also vielleicht ist es dieser Bereich um 19.900, 19.020 Punkten, den man anvisieren kann, vielleicht ein bisschen höher. Also alles in allem würde ich eben ausgehend von den statistischen Vorgaben vielleicht sogar ein bisschen großzügiger aktuell hier Bewegungen erwarten und die 19.900er Marke vielleicht sogar anvisieren, sollten wir unter die 20 fallen. Und Trade Management würde dann mit diesen punktfarbenen Linien hier stattfinden. In meinem Fall bin ich jetzt hier auf der Stunde unterwegs, auf der 5-Minuten-Ebene wäre das äquivalent. Wir würden dann hier uns einstoppen lassen, 20.019, sobald das Risiko von 34 Punkten verdient wäre, also bis wir, oder wenn wir in den Bereich um 19.985 vorstoßen, wandert der Stop auf Break-Even, plus 1 nach Möglichkeit, um die Kommission drin zu haben, und ab da wird der Trade gemanagt mit einem Supertrend. Also wir hoffen dann auch wirklich, dass eben entsprechend ein Verkaufsdruck aufkommt, der eine Intraday-Abwärtsstruktur in den Bereich um 19.900 Punkte auf den Weg bringt. Das wäre das Intraday-Setup. So, zu meinem Szenario hier, was ich jetzt gemacht habe, relativ offensichtlich, ich habe den da oben sehr aggressiv erwischt, mit einem Stop oberhalb des Allzeithochs, wo gestern kein Follow-Through erfolgte, einen Stop nachgezogen. Jetzt hat der Markt bereits hier begonnen, auch mit der Öffnung der US-Märkte, tiefere Tiefs zu markieren. Also wir sind deutlich unter die Tiefs von gestern gefallen. Ja, wir sind auch hier unter die Übernacht-Tiefs gefallen. Und infolgedessen hat sich jetzt begonnen, hier so eine leichte Struktur fallender Hochs, fallender Tiefs zu etablieren. Ich habe jetzt infolgedessen den Stop auf dieses Niveau nachgezogen. Ich möchte den jetzt nicht mehr über 20.100 Punkte ziehen sehen. Ich habe auch gerade in meiner Chatbox schon geschrieben, wer das weitere Stop-Management erfolgt für diesen Swing. Und zwar über den Supertrend mit der Aggregation 14 und, ich zeige mal ganz kurz hier, Supertrend-Eigenschaften. So, mit der Länge oder der Aggregation 14. Und dem Multiplier hier 2,618. Ja, das ist dann das Stop-Management, was ich jetzt favorisiere. Aber was ich natürlich dafür sehen möchte, und das habe ich auch schon geschrieben, ich möchte sehen, dass sich jetzt auch eine Trendstruktur etabliert. Denn das Ding heißt nicht umsonst Supertrend. Ja, also dafür brauchst du einen Trend. Und eine möglichst dynamische Bewegung, sagen wir mal so ähnlich wie hier zum Beispiel, ja, wo wir auch mal die 20.000 kurz angepiekt hatten und dann kam der Markt ja recht zügig dort unten ins Laufen. Und wir sehen, also der Stop-Out hier, der wäre wahrscheinlich sogar in dem Bereich dann erst erfolgt. Das ist dann auch zum Beispiel so eine Frage, sobald du hier auf Intraday-Action ein stärkeres Reversal siehst, bist du oder bin ich mittlerweile beim Dow Jones dann auch oder bei den US-Märkten generell sehr zügig dann auch mit dem Stop hinterher. Das ist natürlich erstmal abzuwarten, da müssen wir erstmal hinkommen und das würde ich dann auch entsprechend so präsentieren. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass das
schon hier gerade eben so ein bisschen Schmunzeln nach sich zog, als der Markt nämlich, das sieht jetzt gar nicht so viel aus, und das ist auch nicht viel, aber nichtsdestotrotz, es ist erwähnenswert, wenn dann eben hier auf eine Attacke auf die Tagestiefs sofort so eine Kerze, so eine Reaktion kommt, ja, dass wir da sofort von den Tagestiefs wieder in Richtung dann der Kassa Tageshochs gezogen werden. Das ist etwas, was wir ja zu häufig zu sehen bekommen haben in der Vergangenheit. Irgendeine geheime magische Kraft, die den Aktienmarkt in den US-Märkten, also den US-Aktienmarkt, davon abhält, wirklich mal richtig zu kollabieren und richtig in sich zusammenzubrechen. Das ist wirklich, also das wird jeder, der den US-Markt ein bisschen genauer beobachtet, schon seit längerer Zeit, wird das bestätigen. Da kommt auch zum Beispiel auf die letzte Stunde, halbe Stunde in dem Handelstag, zu häufig kommen da wirklich nochmal Käufer in den Markt, die dann in der Lage sind, den Markt nach teilweise Abschlägen von wirklich dann mal über 1% nochmal deutlicher in Richtung der Öffnung zu schieben und den Tag so mehr oder minder mit kleinem Minus, wenn überhaupt, auspendeln zu lassen. Und diese aggressiven Käufer, denen gilt es dann entsprechend zu begegnen. Wenn du es mal erwischt, so einen Short erwischt und dann wirklich dann auch den Markt laufen lässt mit einer Intention, dann bist du dann noch ganz, ganz hellwach, sollte der Markt irgendwann in die Zielregion vorpreschen. Implizit sage ich damit auch schon, es ist doch vollkommen in Ordnung, wenn ich jetzt ausgestoppt werde. Also der eine oder andere wird jetzt auch sagen so, oh, guck mal, da liegt er jetzt schon 4.500 vorne auf den Trade, willst du den Gewinn nicht mitnehmen? Ich habe natürlich eine Option, aber wenn ich auf der Unterseite als Ziel anvisiere, im Bereich um 19.700 Punkten und jetzt derzeit Pi mal Daumen 100 Punkte vorne liege, dann muss natürlich klar sein, wenn ich jetzt nochmal auf 300 Punkte mehr auf der Unterseite gehe, was absolut legitim ist, also das hat nichts mit Gier zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass wir einfach mal ein Riesenpotenzial auf der Unterseite haben und vielleicht sogar bei Break der 19.700 von 1.000 Punkten Abschlagpotenzial, dann ist natürlich auch klar, dass ich dann das durchaus 3- bis 4-fache da verdienen kann. Und das sind die Trades, die dann eben, wo die du laufen lassen solltest. Nichtsdestotrotz, was ich gerade geschildert hatte, mit diesem, ja, Rampenverhalten, ja, es gibt da einen Twitter-Account, der heißt Ram Capital, da macht sich da ein Scherz draus. Also da gibt es wirklich schon Twitter-Communities, die sich darüber amüsieren und fragen dann, wann kommen denn wohl heute die Käufer in den Markt, dass du halt dann auch durchaus in Erwägung ziehst, dass du ausgestopft wirst und dich damit gedanklich auch schon so ein bisschen abfindest. Solange du dich an den Trade hältst, ist alles gut. Was jetzt nicht passieren darf, ist einfach zu sagen, oh, wenn das passiert, dann wird mir bestimmt wieder ein bisschen was weggenommen. Es wird auch noch andere Möglichkeiten geben. Also dafür bin ich dann zum Beispiel auch zu lange am Markt, dass ich das auch weiß, dass es diese Möglichkeiten gibt. Du weißt halt nicht, wann es kommt. Und deswegen musst du halt immer dir diese Option irgendwie offen halten. Ich denke, der Trade ist bis jetzt eigentlich schon geglückt. Ja, ausgehend von der Tatsache, dass schon 30 Punkte abgesichert sind. Und alles Weitere entscheidet jetzt der Markt und den lassen wir jetzt einfach mal machen. Das ist ein sehr entspanntes Trading aktuell, einfach weil die Position managt sich jetzt von selbst. Also der Stop steht für heute. Und ab jetzt schauen wir einfach mal, wie sich die Folgestunden entwickeln. Trade Management erfolgt auf der Stunde. Das heißt, das nächste Mal gucke ich auf den Markt um 16 Uhr. Jetzt ist 16, 28, um 17, 18 Uhr, vielleicht auch erst heute Abend um 10. Das ist wirklich relativ stressfrei und den Markt jetzt einfach mal machen lassen. Ja, und wenn er einem wohlgesonnen ist und unterhalb der 20.000 schließt, dann könnte das sogar noch eine ganz spaßige Angelegenheit in den Wochenschluss werden. Und da halte ich euch natürlich dann auch entsprechend up to date. So, das soll es meinerseits gewesen sein. Morgen früh, 9.02 Uhr, gibt es dann den DAX Long oder Short wieder. Auf dem JFD Livestream, auf dem JFD Desktop von Guidance. Und Morning Meeting um 10.30 Uhr, falls es euch mit 9.02 Uhr noch ein bisschen zu früh ist, mit dem Setup für den DAX. Und dann soll es das meinerseits gewesen sein. Happy Trading, passt auf die Stops auf, habt einen schönen Abend und bis morgen dann. Ich freue mich drauf. Habt euch wohl. Bis dann und tschüss.